Hey, ich bin Chris von den We Are Nerds und wir spielen heute Real VR Fishing. Das bedeutet Angeln. Aber das ist nicht alles. Dieses Spiel verbindet nämlich noch was ganz Spannendes, denn es ist nicht nur Angeln in einer virtuellen Welt, sondern diese Welt wurde mit Fotogrammetrie erstellt und anschließend natürlich mit Game-Sachen verbunden. Das ist ziemlich geil und das wirkt ziemlich geil und das gibt einfach ein sauschönes Gefühl mit der Oculus Quest. Das Spiel ist sonst nicht unbedingt hundertprozentig auf Realismus angelegt, so viel vorneweg, aber generell habe ich Spaß damit, weil es sieht geil aus. Bleibt einfach dran und schaut rein. Ich hoffe, es gefällt euch. Viel Spaß. So, und da sind wir im Spiel. Ihr seht, ha, ich bin schon wieder shoppen. Und zwar habe ich mir gedacht, ich habe nicht viel Geld, nur 36 Dollar, weil ich erstmal also man kann sich immer aussuchen, ob man Erfahrung gewinnen will oder Geld gewinnen will. Also werfe ich den Fisch ins Wasser, bekomme ich Erfahrung, verkaufe ich ihn, bekomme ich Geld. So, bedeutet, ich habe viel Erfahrung gesammelt, um möglichst viele Level schon freizuschalten. Deswegen habe ich relativ wenig Geld. Und ich kann mir aktuell keine neue Route leisten. Und deswegen dachte ich, kaufe ich mir einen Frosch. Kaufe ich mir einen Frosch? Den hänge ich an die Angel und dann wird alles gut. So, Unlock at Level 5. Okay, das habe ich nicht gesehen. Das macht es jetzt schwieriger. Dann nehmen wir halt den einfachen Spinner. Komm, besser als nix. Nice. So, wollen wir mal gucken, wie wir das an unsere Ausrüstung bekommen. Ah, okay, jetzt haben wir hier den Standard-Spoon und hier meinen neuen Spinner. Der ist ein bisschen größer von der Reichweite. Also ich kann ein bisschen daneben werfen und wahrscheinlich kommen die Fische trotzdem. Ja, was auch immer das bringen soll. Hier haben wir bisher auch nur eine Kurbel oder Rolle oder wie ihr dazu sagen wollt. Und wir haben hier ein Exemplar an Angeln. Nicht sehr viel Ausrüstung, aber egal, wir sind erst Level 4. Wir geben uns damit erstmal zufrieden und gucken, was es für Maps gibt. Und da seid ihr aktuell, wie ihr seht, nur in Südkorea. Und dafür gibt es aber hier ganz viele Maps. Keine Ahnung, ob ich, wenn ich da durch bin, auch andere Länder freischalte. Ich weiß es nicht. Aber wenn wir jetzt das ganze Ding starten, dann seht ihr auch, was der große Clou an der ganzen Sache ist. Wir gehen mal gleich, was das ist. Das, ja, das ist die 4. Okay, fahren wir mal dahin. Auto wird gestartet. So, und da sitzen wir schon im Regen auf unserem Boot. Ja, ihr seht, das sieht verdammt geil aus. Also diese Möglichkeit in so einem Spiel, quasi diese Echtbildaufnahmen und VR zu verbinden, also hier mit meinen eingefügten Objekten, die ich jetzt bewegen kann, das ist schon ziemlich geil. Und jetzt auch hier mit dem Regen, der das Ganze so ein bisschen aufweicht. Und ja, es hat nicht den Anspruch, realistisch zu sein, das Spiel. Also beim Auswerfen und auch beim Angeln selbst, es ist nicht so hundertprozentig realistisch. Fühlt sich zwar gut an, aber die Optik, die ist verdammt realistisch. Und das ist schon mal cool. Aber wir versuchen jetzt einfach mal einen Fisch zu fangen. Und wenn wir quasi die Schnur nehmen mit unserem Zeigefinger, dann haben wir ein Echolot oder was das sein soll. Auf jeden Fall sehen wir, wo Fische sind. Und dann versuchen wir mal dahin zu werfen. Und das Rauswerfen ist auch, ja, also man muss nicht wirklich was können. Ich zeige euch gleich, was das bedeutet. Also es hat keinen Anspruch auf Realismus in dem Moment. Es ist wirklich Fun einfach, mehr oder weniger. So, jetzt holen wir mal das Ding rein hier ein bisschen. Und da haben wir einen. Oh, da plätschert das Wasser. Das finde ich auch ist ein sehr schöner Effekt. Wenn die Schnur rot wird, ein bisschen warten. Wenn sie blau wird, schneller drehen. Oha. Was aber wirklich gut ist, ist das Gefühl beim Angeln hier. Oh, erstmal abgerissen. Ah, ich habe im falschen Moment nicht gekurbelt. Fuck. Okay. Dann nochmal. Da ist ein Riese. Das ist doch ein riesengroßer. Komm, den holen wir uns. Okay. Das könnte aber auch der Kleine gewesen sein. Der lässt sich erstmal sehr leicht rausziehen. Also das heißt sehr leicht. Geht schon. Ja, guck mal, das ist so wie ein nasser Sack. Das ist so, da ist doch bestimmt nur ein Schuh dran. Ja, komm. Ja, komm raus. Yeah. Bluegill. Hi. Ich würde sagen, Geld oder Erfahrung? Komm, Erfahrung finde ich immer wichtiger, weil ich will neue Maps, aber eigentlich will ich auch neue Ausrüstung. Ist so schwer im Leben manchmal, naja. Da kann ich immer alles, aber der ist schon sehr nah. Guck mal, der ist eigentlich doch gleich hier. Ein bisschen. Ich kann es aber nicht genau einschätzen, was mir das auf der Karte genau sagt.
Also wie weit das jetzt von meinem Boot tatsächlich weg ist, kann man das schwer auf dieser Fläche hier vorstellen. Deswegen bin ich wahrscheinlich auch schon viel zu nah hier. Okay, da ist was. Dramatische Musik. Dum, 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 dum. Dum, 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 dum. Dum, dum, dum. Dum, dum. Er lässt sich auch wieder so easy rausholen. Komm her, du bist eh nur so ein kleiner Wurm hier. Ah. Komm, komm. Experience. Es ist halt nicht viel, aber egal. Besser als nix. Okay, jetzt holen wir dich aber, Digga. Digga. Eigentlich müsstest du genau da sein. Aber wahrscheinlich ist das wieder zu weit. Oh, aber da habe ich schon einen. Das ist keine gute Ausbeute. Ich will eigentlich unbedingt den Großen noch gewinnen. So, jetzt nochmal hier da hinten. Komm her. Aber das ist zu weit, das ist zu weit. Guck mal, das ist zu weit, das ist zu weit. Er da so, aber auch er weiter links. Glaube ich. Ah, jetzt bin ich auch schon wieder zu nah. Das ist scheiße. Aber was ich vorhin zeigen wollte mit dem Auswerfen, was ich damit meinte, dass es nicht so schwer ist. Guck mal, ich kann jetzt zum Beispiel so auswerfen. Das funktioniert. Aber hey, ist cool. Es ist ja auch ein Game am Ende, ne? Nicht vergessen, Leute. Es ist ein Spiel. Es kann auch Spaß machen. Es muss nicht deprimierend sein. Da biegt sich aber die Angel durch. Alter. Uiuiui, das ist der große. Uiuiui, das fühlt sich gut an. Da merkt man so richtig. Nein, er ist abgerissen. Okay, wo ist er? Okay, da ist er, da ist er. Oh, der war. Oh, das war. Aber das war jetzt wirklich, also die kleinen, weißt du, die ziehst du halt einfach so raus, aber das war jetzt spannend. Der hatte bis. Die Angel ist mir fast durchgebrochen. Ich weiß nicht, ob das überhaupt geht in dem Spiel. Aber ich hatte voll das Gefühl. Okay, nochmal. Also da, da bist du. Ui. Au, der kommt gut. Au, der kommt gut. Au, der kommt gut. Ah, shit. Bei Ultimate Fishing, zu dem mache ich auch noch gerade ein Video für den PC, da kann man immer auf den Knopfdruck sich unter Wasser schalten. Das würde mir hier helfen, wenn ich so kurz einfach mal abtauchen könnte. Oh, oh. Ach, komm. Die haben mich verloren, shit. Okay, 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 hier ist einer. Und der scheint stark zu sein und schwer. Das kommt, komm, komm, dreh, dreh, dreh. Nein, nicht mehr drehen, nicht mehr drehen, nicht mehr drehen. Also, er muss ja auch nicht die Stärke der Bremse einstellen. Die ist immer wahrscheinlich voll da. Nicht schön konzentriert bleiben. Oha, oha. Wenn ich den rauskriege. Oha, oh. Da gehe ich aber ins Guinness Buch der Rekorde ein, glaube ich. Eieieiei. Da bricht gleich das Instrument. Chill, chill, chill. Okay, okay. Ganz ruhig, mein Guter, ganz ruhig. Ganz ruhig. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Nein! Oh, fuck. Okay. Was denn? Jetzt ist er weg. Nein. Okay, jetzt ist da noch einer. Och, Manu. Oh, den hatte ich doch fast. Wie unfair. Wie absolut unfair, ey. Ah, komm, das geht schon wieder viel zu einfach. Das geht viel zu einfach. Das ist nix. Das ist nix. Guck mal hier, das kleine Ding an. Guck dir mal das Ding an. Ein Goldfisch. Ich habe einen Goldfisch gefangen. What the fuck? Den verkaufen wir. Den kannst du nicht wieder rein. Oh.
Den kannst du nicht wieder reintun. So, einmal nach da. Aber zu weit rechts. Mist. Okay, nochmal. Der kommt besser. Ja. Komm schon, komm schon. Ja. Oh ja, oh ja. Das könnte ein größerer sein. Ist er ganz groß? Ah, ja, 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 ja. Oh, 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 oh. Der weiß zu kämpfen, auf jeden Fall. Das ist ein ganz großer. Das ist ein ganz großer. Und diesmal holen wir ihn auch raus. Diesmal holen wir ihn raus. Er springt aber noch nicht so aus dem Wasser wie vorhin der. Kann er wirklich genauso groß sein? Wir wissen es nicht. Aber, oh, 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 hab ich keinen Käfer hier. Ui, ui. Ein Karpfen. Ein guter Karpfen. Macht 12 Experience oder 12 Credits. Ja. Ja. Okay. Hau ab, du. Ist mir wichtiger. So. War das jetzt der Dicke hier? Ich weiß es gar nicht. Ja, aber es war wahrscheinlich. Das sieht aus wie ein Karpfen auf dem Bild. Ja, weil da machen wir nämlich nochmal. Ups. Ein Foto. Das hätten wir. Ach, und noch ein Foto. Das hätte ich machen sollen, als ich den Fisch hatte. Ja, komm, den holen wir jetzt noch raus hier. Wenn er einmal da ist. Oha, oha, da haben wir noch einen Dicken. Da haben wir doch noch einen Dicken. Ah, hat sich doch gelohnt. Ganz ruhig. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Uiuiuiui. Oha, drehen. Nein, ich habe verloren. Oh mein Gott, der war aber fett. Okay, aber hier sind jetzt auch alle weg. So, wenn alle weg sind. Dann machen wir Folgendes. Wir gehen ins Menü, auf die Karte und wechseln nämlich mal die Location. Weil das hier fand ich auch ziemlich cool. Das ist die allererste Map. Und weil hier hatte ich jetzt dieses Boot, aber hier diese geilen Steine, diese einfach absurd geil aussehenden Steine. Und ich stehe hier und kann ja angeln. Ist das nicht nice? Ich meine, hier sind nicht die größten Fische, ne? Kann man sich vorstellen. Aber die Skyline ist schön. Das Wetter, ne, regnet nicht so blöd wie eben. Ah, oh, und Fische gibt es ja auch. Ja, oi, oi, oi. Guck es dir an. Der ist doch gar nicht so schwach. Na, komm raus hier. Komm raus hier. Komm raus. So, und jetzt machen wir mal ein Foto. Hey, lächeln, lächeln. Okay, wir lassen ihn natürlich frei. So, das war's zum Spiel. Mir gefällt es auf jeden Fall sehr gut. Ich finde, die Gestaltung ist echt top. Und diese Verbindung zwischen echten Aufnahmen und Videogame, das funktioniert beim Angeln irgendwie super. Geile Idee, geile Umsetzung. Schaut euch das Spiel auf jeden Fall an. Ich bin begeistert. Wir sehen uns bei der nächsten Folge. Ciao.